Ja, drücken wir mal die Daumen, dass das funktioniert. Guru, vielen Dank für dein Follow. Noch vor der Pause habe ich es gesehen. Ich finde das richtig toll, freue mich, dass du es heute für uns spielst. Ja, wie gesagt, drücken wir die Daumen, dass es nicht wieder ruckelt wie bei der Demo. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ladezeiten wie bei Pumpkin Days. Ah. Ich war der Meinung, ich hatte die Musik eigentlich schon runtergestellt gehabt. Ja, hatte ich eigentlich. Weil Musik ist zwar schön, aber soll ja nicht mich übertreffen. Okay. Gut, dann fangen wir mal an. Neues Spiel. Gebt euren Kind Königreich einen Namen. Andrinas Castle. Also auf dieses Spiel habe ich mich tatsächlich schon lange gefreut. Und als die Hexelle bei uns im Discord geschrieben hat, ah, morgen kommt das, da war ich sofort Feuer und Flamme. Was ihr hier vor euch seht, euer eigenes kleines Grundstück, das ihr von eurem Großvater geerbt habt, es sieht vielleicht nach nichts aus, aber ich bin mir sicher, dass ihr es bald in ein mächtiges Königreich verwandeln werdet. Aber eins nach dem anderen. Warum versucht ihr euch nicht an eurem ersten Auftrag? Wir, das ist ja unsere Hütte, die haben wir, glaube ich, tatsächlich beim letzten Mal aufgebaut. Dies ist ein Aushang. Schaut immer mal nach, um zu sehen, ob jemand eure Hilfe benötigt, damit ihr etwas Geld verdienen könnt. Wählt das gewünschte Angebot aus und drückt E, um es anzunehmen. Drückt Q, um die gewählten Aufträge zu sehen. Okay, Aufgabenblock ist noch leer. Ein zerstörtes Lager. Unser Lager wurde von einer Windhose zerstört. Die Bewohner konnten ihren fehlenden Dächern wieder aufbauen, aber die Zäune und Palisaden sind immer noch in der Gegend verstreut. Ein ganz schönes Durcheinander. Wenn die Feldarbeit nicht wäre, würden wir es selbst erledigen. Abgesehen von diesen Geizkragen Storjan haben alle Dorfbewohner etwas Geld gegeben, um einen Fachmann anzuheuern. Ihr müsst euch über eure Bezahlung also nicht sorgen, Amtmann Thomas. Also, wir sollen 50 Unrat entfernen, die Palisade reparieren, den Zaun reparieren, das Lagerhaus reparieren und den großen Baum fällen. Dann kriegen wir 1000 Gold. Nee, nee, das musst du später noch abreißen und wieder aufbauen. Du machst mir Mut. Gut. Gehe zum Ausgang. Aber das ist doch hier meins, oder nicht? Das ist doch... Ach, okay. Annehmen. Dankeschön, Lamisinchen. Blondie war wieder am Start. Ich glaube, das hatten wir auch in der Demo, ne? Ihr habt gerade euren ersten Auftrag begonnen. Um ihn abzuschließen, müsst ihr alle Aufgaben erfüllen und mindestens 80% des Unrats und der Schmutzflecken entfernen. Das Schöne ist tatsächlich, dass es jetzt...
auf Deutsch ist. Hab ich vorhin Unkraut gelesen? Ich hätte, das heißt Unrat und nicht Unkraut. Ah ja. Huch, was bist du denn? Oh, ein Schweindel. Oh, das ist ja süß, oder? Genau, das mussten wir auch machen. Ach ja, stimmt, ich habe gesehen, ihr habt das ja schon gespielt, ne? Mit welcher Taste konnte ich nochmal da sehen? Mit Z, ne? Ne, mit was? Welcher Taste konnte ich nochmal sehen? Wo noch Unrat liegt? E, um zu lesen. Eine Tasse Sauermehl. Die Scheune des Schmieds ist voll damit. Zwei Tassen normales Mehl. Eine Tasse kristallklares Wasser. Das auch führt aber zu Klumpen. Mischen und backen, bis es goldig gefärbt ist und gut riecht. Dies sollte ausreichen, bis ich eine Stadt finde, in der ich meine Vorräte aufstocken kann. Aha. Auch noch ein Schweinchen? Noch nicht, okay. Das sind die für hier, ne? Hebt, um Gegenstände zu reparieren, ein Teil durch Drücken von E auf und platziert es anschließend an der richtigen Stelle. Achtet besonders darauf, welches Material ihr aufsammelt. Kleine Holzbretter eignen sich nur zur Reparatur von Zäunen etc. Okay. Mit W und S könnt ihr euch in eine Leiter hinauf bzw. hinab bewegen. Drückt die Leertaste, um von der Leiter zu springen. Okay. Okay, das Lagerhaus ist repariert. Das ist voll süß, die Schweine und die Hühner, ne? Ich weiß noch, also ich meine mich zu erinnern, manchmal stößt ihr auf eingestürzte, schwer zugängliche Bereiche, drückt Steuerung links, um zu kriechen. Steuerung. Beim Erkunden der Welt lohnt es sich auch, einen Blick in die kleinen Ecken zu werfen. An vielen Orten sind Kisten oder andere Wertsachen versteckt und warten nur darauf, gefunden zu werden. Baut euer Vermögen aus und schaltet durch Sammeln dieser Kisten neue Gegenstände frei. Ich finde es so cool, dass es jetzt in Deutsch ist, ne? Okay, Errungenschaft freigeschaltet. 1000 Gold allein in dieser Kiste. Wenn ich das richtig sehe, sind hier zwei Kisten versteckt und vier Notizen. Heißt im Klartext, wir müssen uns echt genau umschauen, wo wir hier noch was finden könnten. Wählt einen Baum zu fällen, die Tätigkeit Axt aus dem Kreismenü Tab aus. Zielt damit auf den gewählten Gegenstand und drückt linke Maustaste. Okay. Tab. Axt. Und zielen. Was? Aber das ist nicht der Baum, den wir fällen sollen, richtig? Oder doch? Das ist der. Tab, Axt. Okay. Oh, wir haben Holz geschaffen. Wie kriege ich das letzte Werkzeug aus der Hand gelegt? Zerstören. Okay.
Wie kriege ich jetzt das letzte Werkzeug aus der Hand gelegt? Rechtsklicken. Ah, okay, danke. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Dreck. Ach, das können wir so wegnehmen. Dann müssen wir das wahrscheinlich auch wegnehmen, ne? Na gut. Dann werden wir jetzt mal uns die großen Bretter schnappen. Ich glaube, 3 war das höchste, ne? Mehr können wir nicht. Diesmal geht das natürlich alles viel schneller, weil wir das schon mal gemacht haben. Ich muss nicht lange suchen. So, 1, 2, 3. Oh, guck mal, da ist noch eine Notiz, habe ich gesehen, auf dem Tisch. Ah, nicht springen. So. 1, 2 und 3. Hier hinten kam nichts mehr irgendwie. Nee, war nur auf der anderen Seite, ne? Ja. Dann holen wir uns die Notiz mal vom Tisch. Wieso komme ich hier nicht rein? Ach so, warte. Ich komme da nicht rein. Ah, magische Buchstaben steuern. Da ich ein Zauberer bin, mache ich mich vielleicht verständlicher, wenn ich es buchstabiere. Ich brauche G-O-L-D. Ich werde keinen Zauber wirken, bevor ihr mich nicht bezahlt habt. Vorab, es ist nicht so, als hätte ich Angst, dass ihr ohne es zu zahlen verschwendet. In dem Fall würde ich euch im Handumdrehen aufspüren. Es ist lediglich eine Sache von Prinzipientreue. Ohne Wenn und Aber. Außerdem möchte ich sicherstellen, dass ihr mich für meine Mühen entlohnt werde. Auch wenn etwas schief laufen sollte. Was ist los bei mir? Angenommen, das ganze Dorf wird vollständig ausradiert. Was dann? Wisst ihr, wie viel ein Zauberturm im Unterhalt kostet? Ihr habt meinen ja gesehen und könnt euch den Rest denken. Ich muss einem gewissen Standard gerecht werden. Das mit der Windhose ist kein Problem. Ich habe allerdings keine Kontrolle darüber, wo all die Trümmer landen werden. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten, da ihr ja Amtmann werden wollt. Schließlich wird es eure Aufgabe sein, die Stadt wieder aufzubauen. Übrigens, denkt ihr, dass dies die beste Art ist, Macht zu erlangen? Ihr wisst schon, dass ich ein Zauberer bin und alles tun kann, was ihr wünscht. Gegen Bezahlung natürlich. Ich kann die Leute euch hassen oder lieben lassen. Aber ihr seid mein Kunde. Was weiß ich also schon? Es ist vermutlich eure Wunschvorstellung. PS, könnt ihr überhaupt lesen? Verdammt, das habe ich anfangs gar nicht bedacht. Wir besprachen den Auftrag immerhin zuerst im Wirtshaus. Vielleicht male ich euch, was ich von euch will. Viel besser, vielleicht besser so. Mit Grüßen, Gandemort. Ei. Also mit dem Lesen habe ich gerade echt Schwierigkeiten gehabt. Ja, voll pro, ne? Okay, wir werden mal jetzt nochmal ganz schnell die Kleinbretter ranbringen. 3 auch nur an der Zahl. 1, 2, 3. 7 sollen wir aber. 1, 2, 3. Hier sind nochmal 4. Zack. 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 Ah. Und noch 1. So, auch das ist erledigt. Fällt den großen Baum 2. Ja, da müssen wir noch einen Baum fällen.
Aber ich möchte einmal die Leiter hochgehen, weil ich... Daran erinnere ich mich nur ganz schemenhaft. Ich glaube, dass da hinten am Ende dieser Palisade die Truhe ist. Ja, genau, die zweite Schatztruhe. Ich glaube, dass die hier oben war. So. Wählt einen Gegenstand zu zerstören, die Tätigkeit zerstören aus dem Kreismenü aus. Zielt damit auf gewählten Gegenstand und drückt linke Maustaste. So. Zerstören. Genau. Mit rechts tun wir das wieder weg, genau. Jawoll, nochmal 1000. Oh, hier ist noch eine Notiz. Treibstoff. Ein Eimer klares Wasser, eine Handvoll rote Steinasche, trockene schwarze Erde, kalaxianischer Kristall. Dies sollte reichen, um meine Maschine anzutreiben. Naja. Okay, das war die dritte Nachricht. Wir brauchen nur eine Nachricht und den großen Baum und zwei Unrat. Jetzt überlege ich gerade, wo ich denn die letzte Nachricht... lesen kann. Ich muss noch mal hier rein. Aber hier ist tatsächlich nichts. Schau mal da runter, da findest du den letzten Unrat. Auf dem Dach oben drauf, oder was? Echt? Aber ich würde tatsächlich... Zwischen den zwei Wagen. Ah, ja. I see. Ja. Aber mir fehlt noch eine Nachricht. Wo könnte man die denn finden hier noch? Da hatten wir auf dem Tisch, da hatten wir auf der Fässer. Hier ist nix. Schwein, wo ist die Nachricht? Ich fälle erstmal den Baum und dann frage ich gleich nochmal. Ich schaue mich dann gleich nochmal um. Tab, Axt. Erfüllt. Warte mal, bleiben. Ich möchte nämlich tatsächlich... tatsächlich die Nachricht noch haben. Ach nee, das brauchen wir ja gar nicht. Das machen wir ja so. Palisaden. Finde ich nichts. Am Zaun.
Hier am Ausgang. Auch nicht hier. Also diese haben wir, die da hinten haben wir und die oben. Ich hätte jetzt meinen zarten Poppes drauf verwetten können, dass die hier irgendwo bammelt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Vielleicht kommt mir ja noch eine Idee, wo ich was finden könnte. Frag mich, wie oft ich schon dran vorbeigelaufen bin. Das ist bestimmt auf dem Rücken. Ja, wahrscheinlich. Wie die Brille oben auf dem Kopf. Wenn ich sie suche. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ihr dürft jetzt tatsächlich verraten, wenn ihr es wisst. Also ich habe jetzt die Chance genutzt und gesagt, ich möchte mich nicht spoilern lassen. Um auch selber zu suchen. Lagerhaus gegenüber vom Haupttor. Das ist dieses hier. Okay. Dankeschön. Tagebuch des Betrügers. Liebes Tagebuch, heute bin ich seit genau 4 Jahren in diesem Dorf. Die Menschen wissen immer noch nicht, dass ich sprechen kann. Von Lesen und Schreiben ganz zu schweigen. Würde ich etwas sagen, würden sie vermutlich nicht verstehen. Ich versuche immer noch, meine Maschine zu reparieren, benötige dafür aber kalaxianische Kristalle. Und mein Radar zeigt mir in der Nähe keine an. Gut, dass ich wenigstens das Radar reparieren konnte. Ich kann die Maschine nicht unbemerkt bewegen, weshalb mir wohl nichts anderes übrig bleibt, als sie gut zu vergraben und umherzuwandern, um die Kristalle zu finden. Ich bin froh, dass die Menschen mich hier ohne Probleme aufgenommen haben. Der Abschied wird schwierig sein, aber ich muss zurück. Okay, dann können wir jetzt gehen. Belohnung.
Erfüllte Aufgaben. Aber wie komme ich jetzt raus? Escape zurück zum Haus. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel beenden wollt? Euer Fortschritt wird automatisch gespeichert. Was? Ja, Ja, da bin ich ja doch einige Male dran vorbeigelaufen an dem letzten Brief, ne? Muss ich ja mal so sagen. Aber heute läuft es ruckelfrei, wie es ausschaut, ne?